Und da sind wir auch schon zurück bei einer weiteren Runde von The Legend of Zelda, Majora's Mask. Wir sind hier noch im Notizbuch, aber gleich gehen wir auf die großen Rennstrecke. Denn wir wollen den ersten Platz machen. Das ist unsere Odyssee. Ah, Dami, ich habe schon auf dich gewartet. Keiner kann es erwarten, endlich daran teilzunehmen. Du wirst doch auch dabei sein, oder? Natürlich. Ich wusste, ich will, dass jeder sich wie Dami gewinnt. Geht deine Magie zur Neige, fülle sie mit Hilfe der grünen Krüge, die auf der Strecke stehen, wir auf. Ha! Bitches! Verdammt, wir haben gerade viel liegen lassen. Oh, verdammt! Der vor uns! Den müssen wir aufhalten. Die schubsen aber ganz gut dafür, dass wir Magie anhaben. Alter! Na, das schaffen wir nicht mehr. Jetzt können wir es knicken. Jetzt erst recht! Haben die uns einfach von der Strecke geschubst? Das ist doch unglaublich. Muss ich das Rennen jetzt noch beenden? Also die Steuerung ist aber früher sanfter gewesen von dem Grom. Man konnte engere Kurven machen. Na, mal werden wir nicht Letzte. Na, wir haben auch den ganzen Tag Zeit. Jedenfalls können wir das morgen auch noch machen. Hihi. Das Problem ist leider, wir schaffen auch die ganze Runde nicht mit einem mit einer Flasche ohne Magie nachzufüllen. Weg da. Vor allen Dingen, die treffen einen manchmal so blöd, dass man seine Kraft wieder verliert. Das ist so dämlich und hier kriegen wir kein Momentum für unsere Power. Das können wir wieder knicken. Der hat uns gerade so blöd getroffen. Das ist doch echt nicht wahr. Okay, über das Ding, da springe ich nie wieder. Da bist du früher immer mit über die Brücke gekommen. Deswegen hasse ich dieses Gerungen, weil du diese doofe KI hast, die da andauernd reinfährt und du nichts dagegen machen kannst. Du musst echt Glück haben. Wenn die dich einmal falsch trifft, bist du raus. Wie sind die mit den Stacheln, ne? Aber wie sind die wegbouncen?
Alter, der Typ da ist aber auch hartnäckig. Das sieht gut aus. Alter, wenn das jetzt nicht zählt, ne? Das war super. Ich wusste, dass du der schnellste aller Goronen bist. Ich war mir sicher, dass du gewinnen würdest. Das ist von Papi. Der erste Preis. Du hast eine Flasche voll Feinstaub, also Goldstaub erhalten. Der hauchzarte Kostbarkeit von unschätzbarem Wert. Boah, war das eine Geburt. Ich werde genauso sein wie du. Das wollen sie alle. So, das heißt, wir sind jetzt hier fertig. Wir können bis morgen früh unsere Nuggets chillen. Haben kein Schwert. Das heißt, wir können uns anderen Sachen widmen. Ich glaube, fürs Zimmer sind wir schon zu spät. Wir können es nochmal versuchen. Da dürften wir aber schon zu spät sein. Oh, da kommt er gerade. Perfektes Timing. Guten Tag. Willkommen im Gasthof zum Eintopf. Möchten Sie ins Zimmer? Ja. Oh, Sie müssen der Gast sein, der sich für heute den Nachmittag angekündigt hatte. Ich überprüfe kurz Ihre Reservierung. Einen Moment bitte. Herr Lira, der Gorone, herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Sie bekommen die Waffenkammer im ersten Stock. Hier ist Ihr Schlüssel. Du hast einen Zimmerschlüssel erhalten. Du weißt zwar nicht genau wieso, aber offensichtlich lag eine Reservierung unter deinem Namen vor. Du hast Glück gehabt. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Alter, ich will nur mein Zimmer. Ein silberner Rubin. Was für eine Bruchbude. Was soll das denn für ein Erste-Klasse-Zimmer sein? Man kann alles hören, was im Leben angesprochen wird. Aber was soll's, mal müssen wir es nicht bezahlen. Du hast recht. Na, kommt der hier gleich auch noch rein? Da ist er schon. Mach hin, Mann, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Tut mir sehr leid, aber ich habe kein Zimmer mehr frei. Alle Betten sind belegt. Ich habe reserviert. Mein Name lautet Lirat Goro. Herr Lirat Goro? Unter diesem Namen habe ich leider keine Reservierung. Einer klingt zwar sehr ähnlich, aber... Wie? Tatsächlich, Goro? Nun, das wird das recht angenehm. Ich werde einfach draußen schlafen, Goro. Es tut mir wirklich leid. Tja, das war wohl ein klitzekleines Versehen. Ach, wir können auch für die ganz Fußfaulen. Milchstraße. So, Epona, komm zu mir. Da ist sie einfach mal aus dem Off gespawnt.
Rennbahn der Gormann-Brüder. Ist dieser mitleiderregende Klepper einfach dein Pferd? Ich habe mir gedacht, das wäre ein Maultier. Du nicht auch, kleiner Bruder? Glaubst du etwa, dass eine derartige Schindmähne galoppieren würde, nur weil du den Control-Stick nach vorne drückst? Oder dass der Gaul seinen unförmigen Körper schneller bewegen würde, nur weil du auf A drückst? Der Kerl ist spaßig. Warum gibst du uns nicht einfach 10 Rubine und dafür, dass du in einem Rennen gegen uns antreten? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du gewinnen solltest, haben wir auch einen Preis für dich parat. Rennen! Das Rennen ist sehr einfach. Es geht nur über eine Runde. Erreichst du als erste die Ziellinie, hast du gewonnen. Höher, höher, bist du bereit? Immer. Oh, verdammt, wir haben keine Dingses mehr. Das kostet uns jetzt. Und wir können hier nochmal Zeit aufholen. Die reiten nämlich brav drumherum. Okay, für Zinnige geben wir nochmal alles. Das war spannend. Alter, die verprügeln die Pferde ja regelrecht. Unfassbar, wir haben verloren. Hey, großer Bruder, sollen wir dieses Ding wirklich dem Kerl hier geben? Etwas müssen wir ihm wohl geben, aber er ist ohnehin nur ein Kind. Was kann er da schon großartig anrichten? Du hast die Garo-Maske erhalten. Der herumirrende Geist des Ninja-Masters von Ikana wohnt in dieser Maske. Dafür darfst du keiner Seele sagen, wo du diese Maske her hast. Wo habt ihr die her? Das würde mich noch mal viel mehr interessieren. So. Hast es den Gormann-Brüdern gezeigt. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Die mürrischen Gebrüder Gormann wurden ins Notizbuch eingetragen. Oh, ich habe eine Fee eingesammelt aus Versehen. Ah, wir haben noch ziemlich viel Zeit, ne? Wir sollten vielleicht mal anfangen, ein paar Pfeile zu organisieren. Das ist vielleicht nicht schlecht. Jetzt kommt uns wenigstens zugute, dass wir den großen Köcher haben. Oh, schaffen wir das zeitlich, die Oma zu retten? Ist die Oma hier auf dem Zeitplan? Um 12 bis 1 Uhr, ja, das schaffen wir. Ist Mann, dieses Event hier eigentlich schon eingetragen? Nö. So, hier gibt es ein Herzteil. Das gehört mir. Dafür brauchen wir diese wunderschöne Maske. So, bist du ein Gewinner? Bist du ein Gewinner? Oh, ich habe die Maske gar nicht auf. Aha. Jetzt habe ich sie auf. Bist du ein Gewinner? Ah, ich glaube, ich werde heute gut abschneiden. Ah, okay, der hat nur gut. Ah, wird schon gut gehen. Du glaubst auch, du wirst gut abschneiden. Okay, der ist ganz gut. Ist das der mit den federleichten Pfoten? Probieren wir den mal. Ha ha ha!
So. Ich musste erstmal mit dir reden, habe ich ganz vergessen. Ich würde dir gerne diesen Hund nehmen. Alter, ich will ihn nicht durch die Gegend werfen, ich will, dass der rennt. Ich weiß gar nicht, wie viel müssen wir wetten. Ich wette mal 50. Ich weiß auch nicht mal, ob es der richtige ist. Ich hätte vielleicht nicht so viel wetten sollen. Das war der sich fühlt wie ein Champion, war das, ne? Oh yeah, kommt Pflanzer vorwärts. Oh, du Kind des Glücks. Das ist der zweite Platz. Erstaunlich. Du bist den doppelten Wert, also als 100 Rubine. Klar, möchte ich es nochmal versuchen. Das Blöde ist, wir können die auch nicht wirklich sortieren. Weil ich könnte sie rausschmeißen aus dem Pool hier. Der nicht. Der auch nicht. Der gewinnt auch nicht. Der ist auch nicht. Der ist zu alt. Der glaubt, er schneidet gut ab. Der ist es auch nicht. Der fühlt sich nicht anders als sonst. Okay, der könnte es sein. Das ist wieder der Federleichte. Der ist es nicht. Der hat Bauchschmerzen. So, wieder der Federleichte. Das ist der sich unbezwingbar fühlt. Es ist einer von den beiden Weißen. Die Frage ist nur, welcher von beiden? Habe ich dich übersehen? Oder bist du wieder reingerannt? So. Es ist einer von den beiden. Der fühlt sich nicht anders als sonst. Ich probiere mal den hier. Musst du mal 50 Rubine auf die setzen? Oder waren es mehr? Naja, mal gucken, wie es läuft. In der Zeit kann ich mal gucken,
Ta-da-da-da-da. Uff, da war mal eine Pleite. Der war eine Pleite. Aber wir hätten eh 150 Rubinen setzen sollen. Und sie hält jetzt eh zu. Naja, dann machen wir das ein andermal. Die war, glaube ich, da unten irgendwo. So, das heißt, wir haben noch Zeit. Die Frage, was machen wir so lange? Oh, eine berechtigte Frage. Naja, ich schätze, wir können uns so ganz geschmeidig Richtung Unruhstadt aufmachen. Zwischendurch vielleicht noch ein bisschen durch die Steppe reiten, ein paar Rubine auflesen. Viel tun haben wir jedenfalls nicht. Da hätte ich den Zeitrahmen aber auch ein bisschen straffer sparen können. Ach, wir können von Tingle schon mal die Karte holen. Tingle? Wo ist denn der? Ach, da! Dann holen wir uns von Tingle mal eben eine Karte. Also wenn man es wirklich noch ein bisschen krasser vom von der Zeitplanung will, kann man auch schon mit der Schädelbucht anfangen. Das hätten wir wahrscheinlich zeitlich auch noch geschafft. Aber ich weiß nicht, ich mache die Dungeons mache ich immer irgendwie extra. Das macht mir irgendwie mehr Spaß. Das fühlt sich so ein bisschen atmosphärischer an, als wenn man so in einem durchrusht. Jetzt schläft er draußen. Und hua! Kein Problem für uns mehr. So, viel besser. Gibt auch ein Herzteil drin. Seufzt. Wir waren fast da. Der Kiste kommen wir noch nicht hin. Speichern könnte ich eigentlich mal. Ich gehe noch mal kurz raus, hol mir aus der Truhe da die 20 Rubine, die draußen sind.
Dann haben wir zwei, haben wir schon mal die Rubine zusammen, die wir brauchen. Alter, ich will raus. Sorry, Pone, habe ich dich erschreckt? Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Naja, wir sind zwar verflucht, aber wir haben kein Schwert, das wir ziehen könnten. So. Ach, du willst da nicht runter? Okay. Finde ich schade, dass sie hier die Triforce-Dinger rausgenommen haben, dass man hier die Triforce nicht mehr sieht. Wir sollten uns langsam mal zu unserem Date aufmachen. Und jetzt wissen wir auch, warum hier überall so eine kleine Stufe ist, damit man Epona nicht in die Stadt reinnehmen kann. Okay, er ist in Stellung. Wir sind in Stellung. Ich hätte eigentlich das Minispiel noch mit reinmachen können. Miste. Miste, Miste, Miste. Hätte mir dann nochmal hier ein Herzteil holen können. Na komm. Jetzt langsam könntest du mal herkommen. Kann jede Sekunde losgehen. Da ist er. Die arme Oma, ne? Die hat aber auch ein Schicksal. Sie kann ihrer Ausraubung nicht entrinnen. Vor allem, das Kind, das da ist, das macht auch nichts, ne? Ja, von wegen Bruderschaft der Bomber. Ist ihnen auch einfach mal kackegal. Wir haben kein Schwert mehr! Wir haben kein Schwert, verdammt! Dann nehmt anders! Ich stand da eben und wollte B drücken, hab mich gewundert, warum da nichts passiert. So. Ah, verdammt. So. Auf zur Money Ranch. Zu unserem nächsten Date. Epona. Ist sie wieder. Nur überholt dich. Der Busch ist im Weg. Ich komme da nicht rauf.
So, haben wir jetzt fertig ganz gut hingekriegt. So, dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle eine klitzekleine Pause und sehen uns dann wieder. Dann geht's auf frisch-fröhliche Alienjagd. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Bis dahin.